Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Teleblocher. Nach dem turbulenten Energiewochenende sind wir wieder auf der Realpolitik angekommen. Schauen wir mal ein bisschen über Grenzen raus. Also, die Schweiz, verlassen wir es für einmal. Amerika, überlebt es eigentlich Trump? Ja, das weiss ich nicht. Es ist interessant zu schauen. Also zuerst einfach sagen, wenn ich es nicht zuerst mal sage. Amerika ist einfach nicht ein Land, wo ein Präsident eine Allmacht hat, dann sagt man so, ja, jetzt ist ein Trump gewählt, der kann auf den Knopf drücken und dann die ganze Welt aus der Kraft setzt mit der Atom und so weiter. Gut, aber das könnte er ja theoretisch. Ja, theoretisch. Er kann auf der ganzen Welt einmal auf den Knopf drücken, zu Recht oder Unrecht für etwas Dummes. Aber es ist auch dort so geregelt. Er kann nicht allein auf den Knopf drücken. Er kann nicht handeln ohne Zustimmung vom Verteidigungsminister. Also sind schon mal zwei und so weiter. Aber er hat er ja nicht gemacht. Aber Amerika hat eine unglaubliche Kontrolle noch über den Präsidenten vom Kongress, von dem Gericht. Und jetzt sieht man da, jetzt gibt es einen Sonderermittler. Der ist eingesetzt vom Justizminister. Und der Justizminister untersteht ja nach unserer Vorstellung dem Präsidenten. Ja, aber das ist ein Teil vom Kabinett. Ja, also der sieht, der hat also Kompetenz, den einzusetzen und zu sagen, ich setze einen ein, zu schauen, hat der Präsident nicht etwas Unrechts gemacht. Also ich weiß nicht, ob das in der Schweiz möglich wäre. Ich weiß nicht, ob man würde einen anderen Mittler einsetzen, wo er schauen, ob Frau Leuter etwas Unrechts gemacht hätte. Wieso hat sie das, oder? Das weiß man beim Trump auch nicht. Okay. Es ist nur einfach gemacht, aber wenn jetzt der Verdacht ständig natürlich auf den Luft gegriffen. Aber das würde also da das Machtkartell im Bundesrat würde natürlich das alles verhindern. Gut, da redet sie ein bisschen aus Erfahrung, oder? Ja, außer zieht einen, wo sie eben sagen, jetzt wenn wir den schief Fliegbruch bringen, das habe ich ja erlebt, dort haben sie es versucht, das ist ein halber Putsch. Wobei die Bundesräte sind nur so hin und durch ein bisschen beteiligt gewesen und Chefsprüfungskommission und so weiter. Die haben also völlig aus der. Also ich würde sagen, das ist der Fall Hollenwegen, den Sie jetzt ansprechen. Ja, der Fall Hollenwegen, den Sie mir da vorgeworfen haben, ich habe als Justizminister mit dem eine gemeinsame Sache gemacht, um den Bundesanwalt zu stürzen. Der Ursache, ja. Und ich kein Buchstabe und kein Wort mit dem zu tun gehabt über das. Einfach so eine Erfindung der Aufsichtskommission, die sich hätte ja müssen, die Bundesanwaltschaft überprüfen, hat am Schluss mit denen, die sie müssen überprüfen mussten, noch zusammengespannen gegen den Vorgesetzten vom Bundesanwalt. Das ist ja vorbei, aber es ist natürlich eine interessante Geschichte, wie Intrigen ablaufen in so einer Verwaltung. Ich bin da, als Bundesrat müsste ich mir einzig den Vorwurf machen, ich bin immer an die Arbeit gegangen und habe angenommen, alle sind ehrenwerte Leute. Und nicht Gauner. Dann würde ich sagen, pass auf, da hinten ist fast nur Gauner. Da wäre die richtige Haltung gewesen. Dann macht es nämlich nichts, wenn es auch keiner hat, oder? Weil dann passe ich auf. Aber jetzt, wenn ich Amerika schaue, also es ist ja, die Sache ist ja eigentlich einfach. Was auch immer, kommst ja nicht raus, wenn du Zeitungen liest. Da ist ja so viel Zeug und das eben gesagt und der gesagt und der hat an dem gemacht und so weiter. Also, aber interessant ist, wenn man auch Klammerbemerkung, ich bin ja selber jetzt in Amerika vor einem Monat, ist der Trump gar kein Thema. Ja, das sagen mir jetzt auch Geschäftsleute, die da waren. Mit ihnen sagen, weißt du, da zurückkommst, das ist gar kein Thema. Also erstens ist das immer so zu Amerika. Also jetzt, wenn man älter ist, merkt man das. Bei jedem Präsidenten hat es immer Mais gegeben, irgendetwas Kreibs. Und bei einem Trump, wo so eine ist natürlich noch ein bisschen stärker, wenn ganz verrückte Findschaft hat. Der kann ja kein Millimeter machen, ohne dass er nicht beobachtet wird. Und dann ist er natürlich noch dankbar für das. Weil er hat so eine vordergründige Transparenz, die er auch haben wollte. Und ich habe immer gesagt, wie kann man denn eigentlich so ein Amt mit Twitter führen? Der twittert ja dauernd. Und Twitter, das sind ja so momentane Gedanken, die man rauslässt. Ich nehme nicht an, dass er die alle selber schreibt. Das glaube ich also. Gleich nicht. Das kann er ja gar nicht. Aber gleich sind so Momentanaufnahmen, das ist natürlich sehr gefährlich, oder? Weil
Man sagt ja im Moment, wenn man etwas hat, bringt man ja einen Gedanken führen, der nicht ausgereift ist, wo mal ein erster Gedanke ist, wo man sagt, ja, das ist auch noch verrückt. Dabei stellt sich nachher heraus, dass es gar nicht so verrückt ist. Und so kann man wieder einen aufhängen und sagen, ja, der hat ja gesagt, es ist verrückt. Und in dem Fall geht es jetzt darum, das ist der Hauptfall, hat er einem russischen Außenminister, der bei ihm war, Unterlagen gegeben über die Terrororganisation IS. Das sind die, die da überall Attentate und Terrorakten verbreitet. Hat er denen Akten gegeben? Und das sagt er, der Trump, das hat er gemacht. Der müsste doch das wissen, was da für ein Gefahrenprofil sei über die IS. Weil die Russen sagen ja gegen die. Müsste doch mit denen zusammenspannen, sagt er. Und jetzt, wie gesagt, aber der hat dem Unterlagen gegeben, die sind streng geheim. Streng geheim. Dann wäre es Geheimnisverletzung. Und das ist in Amerika natürlich die Sicherheit sehr, sehr, sehr fragwürdig. Und die hoffen jetzt, seine Gegner, der kann man jetzt lupfen, der hat das gemacht. Jetzt, ob er das gemacht hat, das ist jetzt einer, der es untersucht. Das ist der frühere FBI-Chef. Er heisst Müller. Er ist, glaube ich, ganz ursprünglich entweder ein Schweizer oder ein Süddeutscher. Ich bin nicht ganz sicher. Das ist einer von den wenigen, die ich kenne. Ich kenne die Amerikaner. Also kennen Sie, kennen die so wirklich? Ja, ja. Ja, den kenne ich persönlich, ja. Aber ich kenne ihn aus meiner Bundesratszeit. Ich war in Amerika und habe natürlich mich für die Sicherheit verantwortlich gewesen. Und da haben wir auch enge Zusammenarbeit gehabt. Das war die Zeit von der Terrorbekämpfung Al-Qaida. Und da haben wir auch gut zusammengearbeitet mit den Amerikanern. Wir hatten das gleiche Ziel gehabt. Und da habe ich den auch getroffen, unter anderem. Aber der und ja, habe ich eine gute Erinnerung. Mit den Atomakten ist doch dort gewesen. Ja, das ist auch der. Also ich will das Detail nicht bringen, das ist auch ein Amtsgeheimnis. Aber da habe ich den kennengelernt. Ein guter Typ, man merkt auch gerade, ein integrer, grosse, grosse Erfahrung. Der ist, ich weiß nicht mehr, wahrscheinlich bei 30, 40 Jahren ist der in hohen Ämtern, ist also FBI-Chef gewesen, jetzt nicht mehr. Jetzt ist ja der, wo der Trump abgesetzt hat, zwischen denen gewesen, oder? Und der übernimmt jetzt... Aber dem hat es ja noch meins gegeben, also die Leute sind ja fast überfordert. Dort sagt mir der Trump... Ja, natürlich, das ist ein anderer Fall. Jetzt bleibe ich aber bei dem. Mit den Russland-Akten. Und der muss jetzt untersuchen, ob da etwas Unrechts gelaufen ist. Und da ist vielleicht kommt dem Trump ein Verhängnis. Also erstens, ich sage ja, da die Twitterei habe ich immer gefunden, der lässt sich zu weit raus. Als Präsident muss man ein bisschen zurückstehen. Man hat ja Mitarbeiter. Und dann... Erst wenn man etwas greift hat, da kann er ein bisschen lernen von der Frau Merkel. Die macht das gut, oder? Die lässt sich nie so schnell führen. Erst, wenn es dann so ist, sie hat sich einmal schnell führen gelassen mit einem Satz, oder? Wo sie gesagt hat, wir schaffen das, herzlich willkommen. Alle zusammen können da kommen, da hat sie sich überschätzt und wahrscheinlich auch in einer Gefühls... Emotionale Lage. Emotionale Situation rausgelassen. Das ist gefährlich, wenn man in der Führung zu weit führen geht. Da muss man sich immer bewusst ein bisschen zurücknehmen. Und das Zweite ist, ich kann mir jetzt gut vorstellen, also ich weiß nicht, wie es war, der Trump mit dem Außenminister. Aber jetzt war er Unternehmer. Und ist ein bisschen quer drin gekommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er zum Beispiel gesagt hat, zum Außenminister, ja, wir haben doch eine grosse Gefahr auf der Welt. Das ist doch der Terrorismus. Da haben doch ihr Interesse und mir ein Interesse, dass das nicht passiert. Unabhängig von Meinungsverschiedenheiten. Da sollten wir doch zusammengehen. In Syrien zum Beispiel, oder? Und dann sagt er, ja, ja, natürlich, ja, das ist klar. Und dann sagt der Trump, ja, ich meine, das ist noch gefährlich, die Terroristen, die haben also... Die sind also nicht einfach mit Hackmesser unterwegs. Die haben dann auch ganz grosse Projekte in der Hand, wie man das machen kann. Irgendwie
sagt er da, sagen jetzt die Amerikaner, die Laptops sind auch gefährlich, da können wir Sachen einbauen und so, wenn wir das Flugzeug nehmen und so weiter. Er sagt, ja, das ist noch interessant. Ja, wenn ihr so Informationen habt, kennt doch die uns. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass ein Trump vielleicht sagt, ja, ja, klar, die könnt ihr auch haben. Das Gefahrenprofil müsst ihr ja auch wissen. Und dann ruft er vielleicht einen Mitarbeiter und sagt, hör mal, sind doch jetzt gerade Unterlagen gekommen über das Gefahrenprofil. Wo, also, das ist alles erfunden jetzt von mir, aber ich kann mir es gut vorstellen. Und sagen, ja, nein, nein, die können sie haben, ist ja klar. Dann wissen sie auch, wie die vorgehen. Nach und einer Zeit sieht, die Unterlagen sind denn in dem Dossier streng geheim. Oder? Und dann, was machst du denn? Das ist eben, wenn man sich zu weit führen lässt, oder? Dann tut das Gefahrenmoment nicht so abschätzen. Und dann kann es sein, dass man einen aufhängt, der ganz geheim achtet, dem grössten Gegner der USA. Aber ist doch gleich noch interessant, also die haben eigentlich ein Vier-Augen-Gespräch. Wie hat denn das rausgelassen? Ja, also der Dings hat es ja selber zugegeben. Ja, erst nachdem die anderen das gesagt haben. Ja, natürlich, aber er hat es auch nicht geheim gemacht. Er hat also gar keine Bedeutung beigemessen, dass das bekannt wird, dass man es ihm gibt. Weil, wenn einer zu mir auf Besuch kommt und ich gebe ihm einen Schocke und nach einer Woche weiss man, was? So, der hat mir dem einen Schocke gegeben. Er hat das rausgelassen. Er hat natürlich dem einen Schocki gegeben. Er hat doch gerne einen Schocki. Das muss man alles ein bisschen natürlicher sehen. Und der ist natürlich in so einem Hexenkissen drin. Wo ja. Der hockt, ist das natürlich. Oder? Da der kann kein Schritt machen. Ohne das aber das lähmt ja langfristig, oder? Ja, also, natürlich. Also, der kann ja keine Politik mehr machen. Ja, das ist das Problem. Da würde mich eben wundern. Darum sollte er sich nicht trainieren lassen. Man muss sich das, ich habe ja das selber erlebt im Bundesrat. Ich habe ja auch so Hexenkessel gehabt. Ich habe es nicht so recht gemerkt am Anfang, aber da darf man sich nicht trainieren lassen, sondern geradeaus gehen und das neben draussen sein lassen und eben andere machen lassen, oder? Und dann, es gibt ja natürlich Momente, wo man es selber machen muss, weil er ja nur allein dabei war. Aber das nicht jeden Tag mit dem Twitter und dann gibt es auch Widersprüche, oder? Dann hat man Lügner. Also der Widerspruch ist, dass er zum Beispiel sagt, nein, das sind nicht geheime Akten gewesen, vielleicht, oder? Weil er meint, sie sind nicht geheim. Jetzt hat er es noch abgelogen. Da ist ganz klar, das sind geheime, das hätte er müssen und so weiter. Das hört nicht mehr auf. Hört nicht mehr auf. Aber der Müller, also der, den Sie kennen, der ist jetzt vom Justizminister, also im Trump sind im Untergebenen eingestellt worden. Ja, man sieht, der Justizminister hat für schwerwiegende Fälle, wo die öffentliche Sicherheit in Gefahr ist, kann ein Sonderermittler einsetzen. Ich habe das auch nicht gewusst. Ich habe es jetzt gesehen wieder. Ein Sonderermittler einsetzen, um zu schauen, hat der Präsident nicht etwas gemacht, das nicht recht ist und wo die öffentliche Sicherheit gefördert. Das ist doch ein unglaublicher Staat, der so eine Institution hat. Und an das hält sich auch der Präsident. Also ich habe nichts gehört, dass der Trump gesagt hat, ich kann den dort nicht aussagen oder so etwas. Also hat er auch noch nicht beschimpft auf dem Twitter, oder? Ja, das weiss ich auch nicht, aber wahrscheinlich nicht. Darum sage ich, da wir im Westen, wir kennen Amerika gar nicht. Das ist ja das Verhängnis mit den Bundesräten, die gehen verhandeln in Amerika, die meinen, du müsstest auf den Knien kommen und sagen, ich bin ein Netter und weiss ich was. Das haben die Amerikaner gar nicht gern. Die haben gern der, die kommen und sagen, das ist meine Position und da lassen wir nicht zu, da machen wir nicht. Mit Sonnigen reden sie gern. Und wir sind da in dieser Sache da, wo der Erpressungen, die wir hatten wegen dem Zweiten Weltkrieg und nachher also, furchtbar, da sind natürlich die früheren anders gewesen. Der Minister Stucki, der ist natürlich angetreten gegenüber dieser ganzen Phalanx. Und am Schluss, wo noch Einigkeit hatte, die Schweiz mit Amerika, weil es ja nicht um den Zweiten Weltkrieg gegangen ist, ja. Mit den Amerikanern, hat Vorwürfe gemacht, man sei zu wenig konsequent gewesen mit den Deutschen und haben sogar noch gemeinsame Sachen gemacht. Haben die Amerikaner, nachdem unterschrieben war, gesagt, die Schweiz hat uns über den Tisch gezogen. Ich meine, dass man sich das vorstellen, wenn eine Weltmacht das sagt.
aber auch in den Zeitungen, wenn ich lese, die Amerikaner, die Allmacht vom Präsident und so, die ist nicht so. Und das sieht man, kann man jeden Tag lesen. Jetzt ist der Trump ist vielleicht jetzt 4 Monate im Amt, oder? Und der Kongress hat ihm die erste, hat er müssen zurückziehen, da die Kranken. Gegen Obamacare, ja. Ja, die Obamacare, also das ist die staatliche Krankenkasse, ja. Eigentlich, oder? Hätte er sein Projekt müssen zurückziehen. Zweites Mal hat er es durchgebracht. Es ist wie bei uns. Es ist auch das Parlament und der Bundesrat muss da nachgehen und weiss ich was. Das ist Amerika eben auch, oder? Oder er hat gesagt, wir lassen nur noch die Leute aus diesen Ländern, brauchen die besondere Bewilligungen. Dann kommt ein Richter, der sagt, nein, das können wir nicht machen. Das ist gegen das Recht. Dann haltet er sich an das. Oder dann hat es ein Budget gebracht, oder? Das Budget hat er mehr wollen. Dann hat der Kongress gesagt, nein, so viel kommst du nicht über. Dann hat er gesagt, gut, aber müssen wir mehr geben für die Armee, für die Verteidigung. Ja, für das geben wir dir mehr. Und für den Grenzschutz, wo die haben, ja, kommen wir rüber. Aber für die Mauer da, wo du da bauen gegen Mexiko, die musst du jetzt vorläufig verzichten. Das ist Amerika, ist man sagt dem Checks and Balances, so, das also, man geht führen und wieder, es wird auch wieder, die Gewaltenhemmung ist also dann ausgeprägt. Und darum muss man nicht immer Angst haben, wenn ein Präsident kommt, der einem nicht gerade passt, und du, wenn der die ganze Welt zerstört. Ja gut, aber im Bush hat ja gleich auf eigene Initiative mehr oder weniger den Irakkrieg angezettelt, oder? Ja, er hätte dann gleich... Ja, aber mit einer ganz massiven Unterstützung vom Parlament. Der ist nicht alleine gegangen, nein. Der hat fast alle dafür gestimmt, ja. Das schon, also ich meine, ich sage nicht, Amerika sei nicht mächtig. Aber es ist nicht so, dass ein Präsident sich über alles wegsetzen kann. Ja. Das ist nicht so. Und man muss ja immer sehen, die schweizerische Bundesverfassung beruht ja vielmal auf dem Vorbild Amerika. Jetzt gleich nochmal der Müller. Der glaubt auch noch ein höheres Stück auf innen, oder? Ja, das hat man mir gesagt. Ja, ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber das ist jetzt auch nicht wesentlich. Da hat mir noch andere Leute zugetragen, von mir, die gesagt haben, der Müller hätte gesagt, wenn wir den mal gesehen, also den Sieg gesehen, dann vergessen wir den nicht mehr. Ja, das ist ein schönes Kompliment. Ja, könnte ja auch negativ sein, natürlich. Oder? Ja. Aber, was haben Sie denn zu dem gesagt, dass der so... Was haben Sie denn zu dem gesagt, dass der so eine Meinung hat von Ihnen? Weiss ich nicht mehr. Also, was ich geschäftlich gemacht habe, das ist geschäftlich. Also, als Bundesrat amtlich gemacht habe, das steht natürlich unter einem Amtsgeheimnis. Das halte ich mich also auch. Immer noch, ja. Über was? Ja, das... Ich meine, es erachtens bleibt, dass in einigen Sachen, also nicht in nebensächlichen, wenn mir ein Bundesrat etwas sagt beim Kaffee, kann man ja, nein, das ist ein Amtsgeheimnis, oder? Nein, aber sonst, auch menschlich haben wir natürlich, ich rede ja mit den Leuten, das ist ja meine Eigenart, wenn ich jemanden treffe, nur nicht gerade eng, nur, ich rede mit dem, wo er herkommt, und wo wir sind, was uns verbindet, und über Amerika und der über die Schweiz, das macht man schon aus Anstand, natürlich mit allen. Aber dann, bleibt, da ist mir jetzt auch geblieben. Mhm. Der, und mit dem habe ich unter 4 Augen längere Zeit geredet. Aber ein anderer habe ich gar nie geredet, der ist mir immer geblieben, weil er so gut aussieht. Mhm. Und zwar gut, also nicht in einer schönen. Aber einfach der Charakter, Auto, das ist der Mattis, der jetzige Verteidigungsminister. Der hat mir so stark, der war General und ist am Tisch gesessen. Ich habe immer gesagt, das ist ein guter Typ da. Mhm. Die Amerikaner haben schon einen guten Typen. Und habe ich ganz erstaunt, dass sich der jetzt als Verteidigungsminister zur Verfügung stellt, der hier gegen den Irakkrieg ist als General. 2 Söhne verloren hat in diesem Krieg, wo er dagegen war. Man muss mal schauen, was da für ein Typ ist und stellt sich nachher zur Verfügung bei so einem Präsident, so einem unberechenbaren Präsident, wie der Trump ist. Aber das kann ich auch sagen. Wenn man sagt, der hätte so Leute, die nach dem sind dagegen tanzen, das ist dummes Zeug. Also der muss sicher nicht. Der wird sich ganz sicher nicht in Verteidigungsfragen einfach leichtsinnig hinter den Präsidenten stellen. Darum, wir tun das alles so beurteilen, da,
Aber ist auch nicht unser Problem. Es ist einfach interessant, was auf der Welt abläuft. Generell, oder? In Europa ist auch interessant, oder? Mit dem Zerfall von diesen Parteien, die jetzt seit dem Krieg eigentlich das Heft in den Händen haben. In Frankreich, Macron. Weder die Sozialisten noch die Republikaner sind fähig, einen Präsidenten zu stellen, oder? Da kommt irgendein Wilder, der gar nicht dabei ist und wo man ja gar nicht weiss, was er für ein Programm hat. Wenn mir einer fragt, was hat er für ein Programm, sage ich, ja, er hat eine 24 Jahre ältere Frau. Das ist auch ein Programm. Das ist sein Gar. Da, wo man sich daran hebt, aber das ist ja auch ein Zeichen, wenn die Leute sich an Sonnigem heben. Die haben doch eigentlich das Vertrauen verloren in Politiker, die ein Programm haben. Muss ja auch mal zu denken geben, oder? Österreich ist ja genau das Gleiche. Jetzt nehmen da so Aussenseiter das Heft in die Hand und zeichnet sich noch aus, dass sie einfach das Gleiche machen. Sagen wie die Opposition, nämlich die Freiheitlichen. Die Asylpolitik verkündet da der Neue, der da kommt. Der Außenminister da kurz, glaube ich. Jawohl, ja. Der sagt das Gleiche jetzt wie die anderen, damit sie sich nicht abgrenzen können. Deutschland übrigens auch. Ja, die CDU, die gesagt hat, Frau Merkel, es können alle kommen, wir arbeiten, da macht jetzt eine harte Asylpolitik, damit die AfD nicht führen kommt und so weiter. Das ist ja interessant. Also, über das werden wir sicher noch reden in dieser Sendung. Das ist wieder rumgegangen, relativ schnell heute, wird ganz klar. Das war Tele Blocher. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis dann.